Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Ranch Simulator. Leider etwas verzögert bzw. lange nichts mehr gekommen von meiner Seite aus. Beziehungsweise ich glaube, das hier könnte vielleicht sogar wieder zeitnah folgen. Jedenfalls gab es eine etwas längere Zeit ohne Video. Das soll jetzt hoffentlich vorbei sein. Es wird noch nicht in dem Maß regelmäßig kommen, wie es vorher war, aber ich bin wieder auf bestem Wege dahin. Und klar ist aber auch, dass das, was wir hier haben, noch nicht zu Ende ist. Also ich habe schon vor, das noch richtig weit zu bringen. Und genau, das habe ich auf jeden Fall vor. Wir haben noch die Fleischproduktion, die fertig werden soll. Wir haben noch die Garage, die wir fertig machen wollen. Und vielleicht werden wir ja auch noch ein bisschen Farbe ins Spiel bringen. Das habe ich auf jeden Fall vor. Und ja, natürlich wachsen, 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 größer werden, professionalisieren und so weiter. Ihr kennt das Spiel. Und deswegen würde ich sagen, wir legen gleich los und ja, starten vielleicht mal mit der Fleischproduktion gleich. Und werden da jetzt mal das Gebäude ja, soweit fertig bauen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das so lassen möchte oder ob ich das nicht vielleicht auf 3 ausweiten möchte. Bin ich mir noch nicht so sicher. Jedenfalls, wo ich mir sicher bin, ist, dass ihr vielleicht den Kanal abonnieren wollt. Das würde mich auf jeden Fall tierisch freuen. Und genau, Glocke nicht vergessen, dann bekommt ihr mit, wenn ich ein neues Video hochlade. Ist ja selten genug. Und genau. Wenn euch das Video hier gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Kommentare sind natürlich auch erwünscht. Das nur so, by the way. Also, legen wir los. Ich wollte erstmal schlafen gehen. Aber bevor ich das mache, will ich erst noch mal ganz kurz hier einen Blick drauf werfen, wie es den Schweinen geht. Wir haben hier erstmal alles. Ich dachte schon, da wird wieder Neues gezeugt, aber das ist nur die Sonne. Und ich muss einfach mal schauen, wieso der Bestand ist. Hier haben wir eine tragende Sau. Da haben wir eine große nicht tragende Sau. Hintergrund ist natürlich, dass ich wieder so ein bisschen auf mein Geld achten muss. Was sagt überhaupt der Kontostand? 621 Kröten. Ja, da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Wo ist denn überhaupt mein Wagen? Da ist der Wagen. Bin hier eben noch ein bisschen hin und her getingelt, um zu gucken, was jetzt noch Sache ist oder was jetzt noch zu tun ist. Aber jetzt möchte ich dann auf jeden Fall erstmal nächtigen. Und dann schauen wir mal. So. In der Hoffnung, dass da vielleicht schon das ein oder andere passiert ist bei den Schweinen und bei den Hühnern. Da müssen wir auch mal gucken bei den Hühnern. Ich habe schon das ein oder andere Küken gesehen. Da wäre es vielleicht nochmal interessant zu wissen, ob da das ein oder andere Küken groß geworden ist. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Dann könnten wir da vielleicht auch noch was machen. Und sollte dem nicht so sein, dann ja, müssen wir mal gucken, dass wir die Fleischproduktion ein bisschen ans Laufen kriegen. Dass man da zumindest schon mal ein bisschen was machen kann. So, wir haben hier, ich mache das mal auf. Wir haben hier ganz viele Eier auf jeden Fall. Ein paar Küken sehe ich. Aber auf jeden Fall nicht viele Hennen. Also das haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben. Ich könnte mal überlegen, ob ich nicht hier irgendwie noch so eine Erweiterung mache. Da müsste der Baum hier leider weichen, dass ich die Hennen einmal ja abgrenze. Könnte man auch hier machen. Da müsste man nichts wegnehmen. Ich glaube, das mache ich mal. Ich glaube, das mache ich mal, weil dann kann ich nämlich ganz in Ruhe die Eier rausnehmen. Ihr kennt das Prinzip, habe ich ja am Anfang auch schon gemacht. Ich glaube, das werde ich jetzt mal tun. Erstmal gucke ich, dass ich
So, dass ich mir ein paar Holzlatten hole. Oder Bretter, wie auch immer. So, ich habe auch schon eine zweite Säge. Perfekt. Ja, wie gesagt, wenn man so etwas länger nicht gespielt hat, dann ist es so, dass man erstmal wieder zurechtkommen muss, sondern fallen einem auch so Kleinigkeiten auf. Aber fürs Erste nehme ich das jetzt hier einfach mal alles mit. So. Und dann schauen wir mal, was haben wir denn hier? Okay. Dann machen wir das mal hier. Ihr seid jetzt schon wieder auf Tour hier. Genau da, wo ich euch gerade nicht brauchen kann. Soll aber nicht weiter tragisch sein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So. Und dann käme hier ein Holztor hin. Ja, das sieht gut aus. Perfekt. 7 Holzplanken hier, 4 da. Das dürfte passen. 1, 2, 3, 4, das dürfte sogar passen jetzt so. Yes, perfekt. Ist jemand drin? Nein, ist nicht. Dann können wir das hier mal aufmachen, so lange. Genau, und dann kann ich jetzt die Hennen ganz bequem rausnehmen. Es sind sogar zwei Hennen und zwei Hähne. Das ist doch toll. Das ist doch toll. Dann können wir vielleicht einen von den beiden wegnehmen. So, du einmal hier hin. So. Und die Küken, die tun mir ja nichts. Das ist ja schon mal ganz gut. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich erstmal, dass ich mir die Körbe schnappe. Und dass ich erstmal überhaupt weiß, wo ich die Körbe hingepackt habe. Da sehe ich schon mal einen. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob ich schon. Ich meine, ich hätte zwei. Ich meine, ich hätte zwei Körbe. Aber es kann durchaus sein, dass ich das verwechsel mit dem Let's Play, das ich mit Sunnyvale zusammen mache. Aber ich meine, ich würde immer so zwei Eierkörbe hätte ich schon gehabt. Naja, egal, wir werden das sehen gleich. Ja, dann einmal bitte auf Seite. Dankeschön. So. Okay, dann nehmen wir jetzt erstmal den Korb hier und nehmen jetzt hier mal alles raus, was raus kann. Kann ich nämlich mit denen noch später schon mal, mit den nicht befruchteten Eiern natürlich, kann ich dann später auch schon mal ein bisschen Fleisch machen. So. Gucken wir mal, wie es hier aussieht. Habe ich noch irgendein Ei vergessen? Auf jeden Fall sieht es gut aus, futtermäßig. Perfekt. Okay, gut, dann machen wir hier erstmal zu. Dann werde ich jetzt mal schauen, was das Ovoskop sagt. Bin mir relativ sicher, ich hatte zwei Körbe. Eins, wo ich die befruchteten Eier reingepackt habe und eins, wo ich die zur Verarbeitung reingepackt habe. Naja, wir werden es sehen. Ich habe keine Ahnung. Oh. Upsi. So, dann einmal bitte anmachen.
Einmal in die First Person. Das sieht jetzt erstmal nach nicht befruchteten Eiern aus. Dann nehmen wir uns die nächsten vier. Hier sehe ich schon mal eins. Ich glaube, die anderen drei sind ebenfalls nichts für die Weiterverarbeitung geeignet. Und dann machen wir noch die letzten. Und auch hier sieht das erstmal. Ja, also die Hähne, die haben nicht so viel Bock, würde ich sagen, ne? Die haben nicht so viel Bock. Okay, das heißt für mich, ich kann die jetzt erstmal wieder in den Korb packen. So. Das aus. Dann kann ich das hier immer auch wieder in die Third Person. Gut, wir brauchen das eine Ei nicht mehr zurückzubringen. Ja, passiert. Passiert. Gerade wenn man mit der Steuerung jetzt noch nicht so hundertprozentig vertraut ist, kann das schon mal passieren. So, drei Eier mehr, das ist doch schon mal gut. Ups. Ja, und die Hühner, die, ja, ich finde sie halt immer noch, sie wird noch ein bisschen buggy, muss ich sagen. Das finde ich ein bisschen schade, weil sie ja einfach nichts tun. Also sie stehen ja so ein bisschen rum und wackeln mit den Köpfen, aber es wirkt halt noch nicht so wirklich nach Tier, ne? Also es ist irgendwie ein Gebilde, das Eier legen kann. Ja. Ich weiß natürlich nicht, ob es daran liegt, weil ich zuvor immer mal wieder die Hühner abgetrennt habe, das kann natürlich sein. Aber naja. So. Hier muss mal wieder einiges aufgeräumt werden. Keine Eier, soweit ich sehen kann. Das war vielleicht dann noch mal. Jetzt muss ich mal gucken, ob die hier hinten raus können. Jetzt will ich sie nicht einschließen. Das geht. Könnte es auch zuschließen. Kreuzig. Ja, okay, gut. Naja, dann gucken wir jetzt hier nochmal, ob hier irgendwie noch ein als einzelnes Ei rumfliegt. Sieht aber nicht danach aus. Doch, nee, doch, hier, guck mal an. Da haben wir noch ein bisschen was an Eiern. Eins, zwei, drei und ein bisschen. Das sind schon mal 30 Eier, das ist schon mal cool. Dann bleibst du jetzt erstmal liegen. Bevor ich dich noch kaputt mache. So.
So, hier weiß ich noch nicht, ob ich auf 2 bleibe, auf 2 Breite. Und ich weiß noch nicht. Und ich weiß noch nicht, ob ich das hier so behalten möchte. Oder ob ich das noch mal einen nach hinten erweitere und hier dann auch so eine Reinfahrrampe mache. Weil ich werde höchstwahrscheinlich, also so ist es ja auch, aber so habe ich es mir auch mal früher überlegt, dass ich schon hier mit dem Auto reinfahren möchte und das Fleisch dann aufsammeln möchte mit den ganzen Kühlboxen. Und dann wäre es natürlich schon sinnvoll, wenn man dann hier mit dem Auto auch reinfahren kann, ganzen Kühlboxen abstellen kann und dann weiterfahren kann. Das glaube ich wäre schon sinnvoll. Und dann wäre hier, glaube ich, dann die, also ich würde es auf 3 erweitern wollen. Weil ich mich da schon frage, wie man das am besten einteilt. Oder ob ich das vielleicht sogar nach hier noch eins erweitere. Ja, das muss ich sehen. Da bin ich mir noch nicht sicher. Jedenfalls wird es hier oben dann einen Boden geben. Muss ich eine Bodenplatte reinpacken, weil es leider noch kein, ja, noch kein, ich sag mal, Spitzdach gibt, dass man hier oben dann das Ganze doch trotz, dass es halt eben 3 Felder sind, dass man die trotzdem spitz zulaufen lassen kann. Das existiert so noch nicht. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Und ja, dann müssen wir das halt ein bisschen anders machen. Genau. Packen wir das doch jetzt erstmal hier nochmal rein. Und hier habe ich noch ein bisschen, noch hier habe ich noch ein paar Baumstämme. So, ich würde jetzt hier nochmal eben gucken wollen, wie es aussieht. Du bist noch nicht tragend. Ich glaube, eine Sau kann ich wegnehmen. Eine Sau kann ich, glaube ich, wegnehmen. Vielleicht könnte ich sogar 2 wegnehmen. Ich weiß allerdings nicht, was die Kleinen dann machen. Ob das irgendwelche Auswirkungen auf die hat, das weiß ich nicht. Probier's einfach. Kann ich mehr als, ich weiß jetzt nicht, warum die jetzt alle hier ausgerechnet raus wollen, ne? Verstehe ich nicht. Warum die hier jetzt rein müssen unbedingt. So. Ah, das kann natürlich sein, dass sie, dass sie, der Mutter hinterherlaufen. Das kann natürlich sein. Ja. Naja, egal, ich versuch's einfach. Kann nicht mehr wie schief gehen.
So, das wäre das. Dann werde ich jetzt erstmal die Kühlboxen holen. Ups. So, dann. Glaube, drei brauchen wir gar nicht, aber besser haben als brauchen. Ja, doch gut, dass wir noch eine mitgenommen haben. Und dann hoffe ich jetzt einfach mal, dass wir vielleicht schon in der Lage sind, das Fleisch weiter zu verarbeiten. Das wäre natürlich schon eine coole Sache. Wenn wir jetzt erstmal zum Haus bringen, weil ich bisher halt noch nichts anderes habe. Das wird dann später alles ausgelagert. So, hier habe ich nämlich schon mal. Das habe ich nämlich schon mal hier. Das ist nämlich cool. Dann fehlt mir jetzt nur noch eine. Ach, guck mal, hier ist auch der andere Korb. Wusste ich's doch. Dann würde ich jetzt noch mal eben fix gucken fahren, ob ich nicht vielleicht die andere Maschine schon gekauft kriege. Ach, guck mal, hier ist sogar noch Fleisch über. Hier ist sogar noch Fleisch über. Perfekt. Okay, gut. Pass auf, dann machen wir Folgendes. Dann nehme ich das jetzt erstmal hier raus. Dann werde ich jetzt mal das hier alles mitnehmen. Dann ist, obwohl ich könnte das Schweinefleisch, könnte ich nochmal hier weiterverarbeiten. Oh. Mal gucken, vielleicht kriege ich dafür wenigstens ein bisschen was mehr. Wenn ich das jetzt aufhängen würde, dann wird das nochmal unnötig Zeit kosten. Ja, es bringt mir mehr Geld. So, schauen wir mal. Nein, noch nicht. So, nehmen wir das mal mit und dann gucken wir mal, was wir dafür kriegen. Dann muss ich nochmal gucken, nehme ich auch direkt mal ein paar Kanister mit, denn ein bisschen was volltanken müsste ich auch noch. Wo sind sie denn? Hier sind sie doch. Der ist leer, der ist leer, der ist noch voll. So, packen wir hier noch ein bisschen was rein, dann ist der nämlich auch leer.
das jetzt einfach mal mit. Gut, fahren wir erst tanken und dann Richtung Restaurant und von da aus weiter Richtung Baumarkt. Mal gucken, ob wir da den Fleischwolf gekauft kriegen. Dann schauen wir doch mal. Einmal den hier. Könnte jetzt natürlich auch wieder so ein bisschen teuer werden. Kröten, also 100 gehen noch mal weg wahrscheinlich. Dann wird es wahrscheinlich schon wieder eng mit Fleischwolf. Ich gehe mal so von aus, von 1000 aus, die ich brauche. Steht und fällt damit, was wir für das Fleisch kriegen. Siebenundneunzig, 100 Kröten, das ist okay. Dann als nächstes zum Restaurant und ich hoffe auf ein bisschen Glück, dass wir vielleicht was auf der Speisekarte haben. Wir werden sehen. Schweinefrikadelle mal zwei. Schweinefrikadelle mal zwei. 940 Kröten. Perfekt. Das ist auf jeden Fall unser Fleischwolf. Definitiv. Definitiv. Und ich überlege, ob ich vielleicht sogar noch einen zweiten Schrank kaufe. Oder einen ersten Schrank vielmehr, wo ich dann noch ein paar, wo ich noch ein paar Würstchen mehr aufhängen kann. Das wäre auf jeden Fall die Wunschvorstellung. Schauen wir mal. Wir brauchen. Hier, glaube ich, sind wir schon ganz richtig. Dann braucht man so einen Vorratsbehälter für Fleisch. 16 Holzplanken, 18 Metall. Würde ich dann vielleicht bei 18 Metall bleiben? Wohl. Ja, lacht mich schon an, da die. So, okay, dann schauen wir mal. Wir brauchen den. Ah ne, das ist der Fleischwolf, das ist die Wurstspritze. So rum ist es. 999. So, dann brauche ich Metall. 16. 18 waren das, ne? Perfekt. Perfekt, dann machen wir mal ein bisschen Licht hier. Und dann hoffe ich, dass wir es alles mitkriegen. Denn das wird auf jeden Fall uns sehr viel bringen. Also wenn wir jetzt schon für eine so eine Kühlbox einen knappen Tausender kriegen. Gut, klar, mit Multiplikator. Meine Maus ist ganz schwierig, ganz schwierig. Also ich brauche wahrscheinlich eine neue. Weil ich glaube nämlich nicht, dass das vom Spiel ist, dass er hier andauernd absetzt und wieder aufnimmt.
oder andere tolle Sachen macht. So, du gehst. So. So, und dann brauche ich noch die Metallplatten. So. So, passt auch. So, geballte Ladung Licht. Vielleicht habe ich sogar noch ein paar Metallplatten. Vielleicht passt dann sogar noch ein zweiter Schrank. Das wäre natürlich. Da könnte ich mein Glück kaum fassen, wenn das so tatsächlich wäre. Aber wir werden sehen. So, erstmal Licht aus. Wir wollen ja korrekt sein. Dann können wir einmal hier hochgehen. Oder wir springen hoch. Und dann würde ich sagen, einmal schlafen. Und dann machen wir uns an die Arbeit und machen hier unsere erste kleine Fleischproduktionsstätte. Ich würde sagen, dich packen wir vielleicht mal so hier hin. So, ich hoffe, dass der Kessel dann doch hier noch stehen bleibt. Perfekt. Dann kommt hier als nächstes die Wurstspritze. Die passt dann so hin. Perfekt. Vielleicht kann die sogar noch ein bisschen weiter zurück. So. Ja, schauen wir mal. Und dann baue ich direkt mal hier so ein, zwei Vorratsschränke auf. Das war nicht schön. So ist besser. Baue ich natürlich auch später wieder ab. So. Hier könnte noch einer hin, direkt neben den Kühlschrank. So. Ja, ein bisschen schief könnte es sein, aber ich glaube, das fällt auch nicht weiter auf. Ja, passt schon. So, dann brauchen wir erstmal die. Machen wir erstmal einen fertig. Komm, packen wir die ruhig mal hier rein. Das wäre Schrank Nummer 1. Dann können wir vielleicht für Schrank Nummer 2 auch schon mal was machen. Genau, und dann würde ich noch mal ganz kurz gucken gehen, wie viele, ob ich überhaupt noch ein paar Metallplatten hier habe und falls ja, wie viele. Sechs habe ich. So, das nehmen wir alles mit. Das kann alles da rein. Ob es hier liegt oder peng, ist ja vollkommen Wurst. Und dann kann ich die hier aber schon mal wieder.
Na, guckst du zu? Natürlich das Honigfässchen dann runterstellen. Okay, das ist dann schon mal voll. Dann machen wir jetzt nämlich Folgendes. Dann habe ich da wahrscheinlich vergessen, weil ich hatte ja bei den letzten Malen hatte ich ja das Problem, dass ich das ja, dass nicht, dass ich auf 100% war, aber dass da nichts passiert ist. Und ich gehe davon aus, dass ich den selten dämlichen Fehler gemacht habe und kein Honigfässchen drunter gepackt habe. Das wäre natürlich ja, schwierig. Gut, dann packen wir jetzt das hier nochmal rein. Den Honig, den werde ich dann gleich nochmal weiter verarbeiten, weil ich brauche dann erst die Honigfässchen. Da kann ich mir dann irgendwie nochmal ein paar holen. So, das werden wir wahrscheinlich nicht fertig kriegen, aber ich bin zuversichtlich, dass wir so einen zweiten Schrank auch noch gebaut kriegen. Denn wir kriegen auf jeden Fall gleich noch massig Kohle. Das muss man ja, das darf man ja nicht vergessen. Und dann würde ich jetzt auch tatsächlich anfangen, schon mal ein bisschen was herzustellen. Das können wir erstmal hier hinstellen. So. So, okay. Dann legen wir los. Dauert jetzt natürlich alles ein bisschen länger, weil ich, wie beim anderen Let's Play, nicht fünf solche Anlagen nebeneinander habe stehen. Ja, das ist jetzt so ein bisschen imperiale Standardprozedur. Aber es bleibt nicht aus. Ich werde das auf jeden Fall im späteren Verlauf des Let's Plays alles offline machen. Denn, ja, das ist einfach zu viel Standard. Ne? Und man kann es halt noch nicht wirklich automatisieren. Das ist so ein kleines Problemchen noch. Deswegen werde ich das dann später manuell alles machen.
Aber ich hoffe, dass uns das jetzt auch schon mal wieder gutes Geld bringen wird. Das wäre auf jeden Fall, wär auf jeden Fall sehr zu wünschen. So. Dann bringen wir das ja schon mal raus. Ich glaube, ich brauche jetzt den anderen Korb. Den habe ich aber, glaube ich, hinten hingestellt. Das natürlich nicht so schön. Da gehört er eigentlich nicht hin. Also, gehört er schon, aber jetzt gerade brauche ich ihn woanders. Aber immerhin ist er randgefüllt mit Eiern. Das ist die gute Sache. So. Ja, und so professionalisiert man das Ganze dann eben Schritt für Schritt, ne? Jetzt haben wir eben erstmal so eine kleine Hausproduktion und der nächste Schritt ist ja aber schon, den haben wir ja schon gemacht, weil wir schon die Fleischproduktionsstätte soweit aufgebaut haben. Auch die wird so nicht bleiben, das ist klar, denn die wird wahrscheinlich auch dann eben noch ein bisschen wachsen. Und ich habe mir gedacht, dass ich das ein bisschen anders machen möchte wie in dem Let's Play mit Sunny. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich das da irgendwann auch so machen, weil ich denke, oh komm, das funktioniert einfach so gut. Aber ich werde da für jede Sorte Fleisch eine eigene Produktionsstätte haben und dementsprechend, oder für jedes Tier, sage ich mal, eine eigene Produktionsstätte. Und da bin ich eben auch noch nicht schlüssig, wie ich das mit den Rindern machen werde, weil es gibt ja nicht nur Fleisch von Rindern, sondern, oh, okay, jetzt haben wir hier schon mal einen kleinen Produktionsstopp. Ist nicht wirklich tragisch. Gucken wir mal, schon knapp die Hälfte haben wir hier dran. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber wir können vielleicht schon mal hier das Ganze weiter vorbereiten. Das wäre ja schon mal eine Idee. So viel Fleisch haben wir ja auch nicht mehr. Dann kann das nachher einfach. Einfach aufgehangen werden. So.
Gut, dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal ein bisschen dafür gesorgt, dass ja, bald wieder ein bisschen Kohle reinkommt, denn auch hier sind wir jetzt schon knapp bei 40%. Das heißt, es dauert nicht mehr lange, dann können wir das soweit abhängen und in die Kühltruhen verfrachten. Immer schon mal 59%. Also das dauert nicht mehr allzu lange, dann können wir das ja alles abhängen und ja, irgendwann zu Kohle machen. Ich würde sagen, damit mache ich einen Punkt für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und ja, wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Reinschauen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen. Ja, bis zum nächsten Mal und noch eine schöne Zeit auf YouTube. Ciao, ciao.